Und damit herzlich willkommen hier zu diesem Update-Video für unsere vier Reifenglanzprodukte. Und wir beginnen jetzt direkt hier ohne Umschweife mit dem Nanolex Tire und Rubber Restorer. Und ihr seht, es hat sich auf jeden Fall deutlich was verändert. Ihr kriegt jetzt auch nochmal hier den Vergleich von mir eingeblendet. Und ihr seht hier, die kräftige Farbe hat schon deutlich nachgelassen. Und damit habt ihr hier schon so ein kleines Ergebnis. Und jetzt schaue ich mir auch nochmal hier das Abperlverhalten an, ob nach 10 Tagen noch irgendwas am Reifen hier an Abperlverhalten vorhanden ist. Das Abperlverhalten ist noch gut vorhanden. Das gefällt mir sehr gut. Beim Abperlverhalten hier werdet ihr mir zustimmen, das kann auf jeden Fall sich noch sehen lassen. Und auch hier der Reifen, ja, Glanz oder die Reifenschwärze ist noch wesentlich besser, als wenn ihr hier gar nichts auf dem Reifen hättet. Und da kann ich euch hier für das Nanolex auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen. Dann schauen wir uns hier das Chemical Guys New Look Trim Gel an. Hier drüben scheint ein bisschen die Sonne drauf, deswegen schaut euch hier den oberen Bereich an. Und der hat immer noch einen richtig schönen Glanz. Und auch nach dem Auftragen hatte hier das Chemical Guys einen richtig schönen, kräftigen Glanz. Das hat mir da schon gut gefallen. Und hier nach 9 Tagen, das ist immer noch sehr schön zu sehen hier, dass hier ein deutlicher Unterschied vorhanden ist. Und jetzt gehe ich auch hier nochmal mit dem Wasser drüber. Und auch hier läuft wunderbar das Wasser noch nach unten. Und ihr seht, hier laufen auch noch kleine Perlen nach unten. Und das finde ich auf jeden Fall ein schönes Ergebnis hier. Und der BMW ist auch durchaus einiges an Kilometern gefahren. Und damit kommen wir jetzt direkt zu Kandidat Nummer 3, dem Bouncers. Und hier haben wir das Bouncers Dress to Impress. Und das impresst auf jeden Fall. Ihr seht es hier auch am Reifen. Wunderschön, richtig schöner Glanz nach. Und das nach 9 Tagen. Da bin ich auf jeden Fall beeindruckt. Hier, der Reifen ist schon auf jeden Fall schon richtig schön schmutzig jetzt. Jetzt gehe ich noch mit dem Wasser drüber. Also Glanz 1A. Und jetzt schauen wir auch nochmal, ob hier Abperlverhalten noch vorhanden ist. Und auch hier seht ihr, wie sich kleine Tröpfchen ausbilden. Und das kann sich auch auf jeden Fall sehen lassen. Also Glanz, top. Und auch Abperlverhalten, genauso wie bei den vorhergehenden gezeigten, kann auf jeden Fall weit vorn hier in der Liga mitspielen. Und eins möchte ich noch anfügen, das Chemical Guys hat noch einen etwas höheren Glanz. Dafür hat das Dress to Impress von Bouncers hier noch ein etwas kräftigeres Schwarz. Und da könnt ihr euch auch schon mal euren Favoriten hier aussuchen, je nachdem, ob ihr mehr Richtung Glanz wollt, also Richtung Chemical Guys, oder mehr Richtung etwas dunkleres Schwarz hier und auch etwas mehr Frische noch hier von der Farbe. Dann müsst ihr auf jeden Fall hier euch mal das Dress to Impress von Bouncers anschauen. Und hier Kandidat Nummer 4 von Soft 99, das Jira Edge. Schauen wir uns das mal an. Das hat beim ersten Mal schon nicht unbedingt hier so eine schöne, kräftige Farbe gezeigt. Auch hier habt ihr doch einen sehr blassen Reifen. Also wenn der Reifen jetzt hier nicht behandelt wurde und beziehungsweise ich wüsste es nicht, dann würde ich ja auch nicht vermuten, dass hier groß eine Behandlung stattgefunden hat. Also das gefällt mir auf jeden Fall nicht so gut wie die Konkurrenz. Und jetzt schaue ich auch hier nochmal mit dem Wasserstrahl. Bilden sich auf jeden Fall schon ein paar Perlen aus, aber hier an der Seite kann man es deutlich sehen, wie sich hier diese kleinen Wasserfelder ansammeln. Und ihr habt ja auch nicht so viele Tropfen, die hier so schön nach unten laufen. Also Abperlverhalten kann auf jeden Fall nicht hier mit der Konkurrenz mithalten. Ihr seht, die Tropfen stehen hier komplett auf der Fläche drauf und laufen auch nicht so schön nach unten. Eins möchte ich noch anmerken, als ich hier das Jira Edge aufgetragen habe, habe ich ja auch nochmal hier das Abperlverhalten kontrolliert und da war ja wirklich kaum was vorhanden. Und nachdem das Jira Edge jetzt so ein bisschen hier antrocknen konnte und auch eine ganze Weile am Reifen haften konnte, hat sich dann doch am Ende ein besseres Abperlverhalten gezeigt, aber trotzdem kann es nicht hier mit der Konkurrenz mithalten. Und damit bekommt jetzt auch noch mein kleines Fazit hier zu den vier Reifenglanzprodukten. Fangen wir mit dem Chemical Guys New Look Trim Gel an. Das ist auf jeden Fall für die Leute gedacht, die hier ein Produkt suchen, was einen hohen Glanzgrad hat und auch hier nach 9 Tagen immer noch ein super Bild abgeliefert hat und auch das Abperlverhalten konnte sich sehen lassen. Dann das Bouncers Dress to Impress eher für die Leute, die ein bisschen mehr einen frischeren Look mögen, also etwas tieferes Schwarz und das auch nach 9 Tagen und das auch mit einem sehr guten Abperlverhalten. Haben wir schon mal die zwei Kategorien. Der Tire und Rubber
Rubber Restorer von Nanolex war für mich so ein bisschen zwischen diesen beiden angesiedelt. Da müsst ihr einfach mal schauen, für welche Richtung ihr euch dann entscheidet. Und das Soft 99 Jira Edge, das hat mir jetzt so vom Bild nach 9 Tagen nicht mehr so gut gefallen. Abhärverhalten hat sich auf jeden Fall beim Produkt selbst noch ein bisschen gebessert jetzt, nachdem es richtig antrocknen konnte. Aber von der reinen Leistung hier, es hat weder den Reifen irgendwie aufgefrischt noch einen schönen Glanz erzeugt. Das Jira Edge für mich ein bisschen hier weg vom Schuss. Und damit habt ihr jetzt 3 schöne Produkte, die ich euch auf jeden Fall weiterempfehlen kann, je nachdem, ob ihr auf Glanz oder auf eine gewisse Frische steht. Und vielleicht habt ihr auch eins der 4 Produkte hier schon selbst testen können, dann schreibt es auch mal unten in die Kommentare rein. Und damit danke ich euch wie immer fürs Zuschauen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen da. Wenn ihr noch Fragen habt zu den Produkten, dann unten in die Kommentare rein. Lasst ein Abo da und wir sehen uns. Ciao.